Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück hier auf der YouTube-Insel, Leute. Es ging ja richtig krank viel ab in der letzten Folge. Meine Stimme ist schon weg. Wir haben Alphastein mit dem Amboss erledigt als Rache für unseren Hund Mr. Berger. Aber Rustik müssen wir immer noch packen und da geht's jetzt direkt weiter. Lasst ein Like und ein Abo da. Direkt Action hier, let's go. So, Jungs, was ist jetzt der Plan? Wir werden uns jetzt Rustik holen. Wir gucken jetzt so Alphastein und dann werden wir Alphastein als Geisel nehmen und dann Rustik holen. Das ist eine gute Idee. Und da Rustik braucht auch noch... Da ist Alphastein, steh bleiben! Rustik braucht auch noch die Amboss-Strafe. Schreibt rein, Rustik soll herkommen. Wir oder haben Alphastein, Junge. Oder Alphastein kommt ins Obsidian-Gefängnis. Ja, genau. Erstmal nein, ich will wieder, ich will nicht rein. Ja. Komm mit, Junge. Erstmal schnell ins Obsidian-Gefängnis. Hey, danke, dass du mit der Enderperle abkommen bist. Ich konnte einfach easy hinterher jumpen. Ey, und Alphastein, wir wollten ein faires 1 gegen 1. Warum hast du wieder so eine 31er-Aktion? Wir wollten ein faires 1v1 machen. Ich wollte 1 gegen 1 gegen Abi. Ich habe ihn nur noch schon angegriffen. Ja, ich hab ist klar. Obsidian-Gefängnis. Ich sag dir ehrlich, Mr. Berger kann erst ruhen im Jenseits, wenn auch der sein zweiter Mörder noch geambosst wurde. Meine Freunde, außerdem wird dieses Video unterstützt durch Warpath. Warpath ist ein echtes Strategiespiel rund um Einsatzgruppen aus dem Militär. Mit über 22 Millionen Spielern weltweit ist Warpath eines der erfolgreichsten Strategiespiele für dein Smartphone. In diesem klassischen Echtzeit-Strategiespiel kannst du deine Truppen auf dem Boden, auf dem Wasser und in der Luft kontrollieren. Deine Einsatzziele verteilen sich über alle Kontinente. Du entwickelst als Kommandant fortschrittliche Lufteinheiten und hast modernste Technik, die auf jeden deiner Befehle hört. Mit großer Planungssicherheit stellst du dich taktisch deinem Gegner. Wer die mächtigsten Truppen aufbaut, rüstet sich mit den aktuellen Schussgewehren aus und schaltet die neuen Vehikel für die Scharmützel frei. Warpath hat auch wirklich eine verblüffend realistische Grafik, Leute. Lenke deine Einheiten geschickt über das Terrain, um am Ende als der Sieger über die Schlacht herauszugehen. Also ihr merkt schon, das Spiel hat extrem viel mit Taktik zu tun und ihr müsst für euch entscheiden, wie ihr eure Truppen einsetzt. Natürlich könnt ihr aber auch Bündnisse schließen und dadurch eine mächtige Allianz gründen. Heeresgruppen zu steuern ist ein Social Gameplay Feature, denn mit Freunden aus einer Allianz könnt ihr diese Heeresgruppen gemeinsam steuern. Die Heeresgruppen ergeben sich aus den Armeen der Spieler innerhalb einer Allianz und sind nicht einfach nur die Einheiten wie Panzer oder Fußsoldaten. Im Spiel findest du verschiedene Strategien für die Heeresgruppen. Das Spiel passt sich dann einfach deiner Spielweise an. In Warpath steuerst du deine Einheiten anders als in vielen anderen Strategienspielen einfach in Echtzeit. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass du deine individuellen Stärken der Einheiten gut kennst. Denn nur so kannst du dein Bataillon perfekt einteilen. Du kannst übrigens auch feindliche Offiziere aus der Distanz schon mit einem Scharfschützengewehr wegsnipen. Besonders auf großen Schlachtfeldern sparst du dir so eine sehr lange Marschroute. Das Spiel ist wirklich super komplex. Du kannst auch einfach mit einigen Geheimmissionen deinen Gegner schwächen. Wer jetzt Bock bekommen hat, Leute, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Danke an Warpath für die Kooperation und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bro, seit wann hast du eigentlich blonde Haare, Junge? Er ist jetzt. Er dachte, er ist was? Wasserherrchen. Was? Wollte ich einfach singen, wir haben meinen Plan kaputt gemacht. Er dachte, er ist Wasserherrchen. Roman! Er hat einfach gelbe Steine auf dem Kopf, Junge. Alphastein, du machst dich zum Appe und Russack, der ist nur am Abhauen. Das ist ja der Schlimmste. Guck mal, Russik in den Chat schreit, der wird dich retten. Ja, ist klar. Ja, das will ich sehen, Junge. Lauf, Junge. So. Lauf, sonst wirst du hier abgefackelt. Hier hoch, hey, wo läufst du hin? Okay, okay, Freund, ich wollte dich nur die Höhle zeigen. So. Ja, mach wenn keine du einmal irgendwas zeigst, dann werden wir dich töten. Bro, Ab ins Obsidian-Gefängnis. Gefängnis gibt's nicht mehr. Doch, das gibt's noch. Wird das weggebaut oder was? Nein, das ist hier noch. Ja, wir haben's abgebaut. So, rein da, ey, bleib stehen. Bleib stehen. Ich geh rein, ich lauf rein, alles gut, Freunde. Ja, schön rein da. Und hinlegen. Ins Bett legen. Ins Bett legen. Ins Bett legen. Nur bei Nacht. Ja, egal, ist trotzdem Safe Point. So. Hier müssen wir das noch zumachen. Was passiert mit Mördern? Ja, ich hab Diamanthacke dabei. Ich hab ja, auch, hier, ich hab auch. Mal ab, um zu machen. Ja, let's so. Go. Jetzt soll mal Rustik kommen. Rustik braucht auch noch seine Strafe. Rustik, rette mich. Wo ist denn dein Ehren-Rustik? Rustik, wo bist du? Hast ne, ey, Alphastein, du hast einen richtig coolen Clan. Einer verrät dich mehr als der andere. Ja. Ich bin der letzte Clan, Mann. Bro, ja. Ich glaube, das ist der Beta-Verräter-Clan. Ich bin alleine.
Ey, da ist wirklich einer mehr Verräter als der andere. Ey, Jungs, Jungs, kommt mal her, wenn Russak jetzt herkommt, dann machen wir natürlich ein faires 1 gegen 1, ne? Ja, soll er bekommen sein, 1 gegen 1. Ihr lügt! Nein, ich schwöre dir, Alpha Stein, ich wollte 1v1 gegen dich machen. Aber du hast ja Amir hinterrücks angegriffen. Ich schwöre auf alles, ich war ready für 1v1. Ja, ist klar. Er hat mir zwei Herzen abgezogen mit seinem Schwert. Guck mal, was Russak in den Chat schreibt, der macht sich so lächerlich, Junge. Mein Blutbad startet jetzt, ja. Der dachte, er kann jetzt hier Action machen. Leute, guck, was ich schreibe. Das Einzige, was blutet, ist dein Clan, ja. Ist echt so. Ey, bei Jungs, wo ist denn eigentlich Wife die ganze Zeit? Bro, Wife ist doch eh nirgendwo dabei, nach Mann. Bro, das ist, weil wir Alpha-Clan widerlegt haben. Ja. Geil. Hey, Alpha-Stein. Er baut ab! Er versucht's! Ich mach gar nichts, das geht eh nicht! Warte, ich regel das. Bro, er kann doch eh nicht abbauen. Ich regel das. Ich hab mir einen Pfeil abgeschossen. Hey, mach die Lava weg! Bisschen duschen, Junge! Danke, die Lava! Der stirbt! Aber ist das Bett noch da drin? Ah nein, der Eklige, der hat nur so gemacht, als würde er das benutzen. Aber warte, er will doch bestimmt trotzdem wieder zu seinem Loot hin. Er will safe seinen Loot wiederholen. Stimmt. Lass ihn da abfangen, wir werden ihn da wieder abfangen. Bro, aber Russak traut sich nicht mal gegen 1 gegen 1 zu kommen, das ist ja auch peinlich. Ja. Die können immer nur alleine, so gestern wie Max, überraschen so ein, ja, 31er. Bro. Und dann auf einmal stehen die zu zweit bei mir in der Bude mit 10 TNT. Ja, die wollten alles, was ich gemacht habe. Die wollten meine gesamte Existenz hops nehmen. Meine Hunde töten, beide. Mein Apartment in die Luft jagen, meine Axolotls töten. Die wollten alles. Ekelhaft. Die wollten alles am Arsch machen. Bro, ich sag dir ehrlich... Ich distanziere mich einfach nur noch von dem Clan. Ja, ich sag dir, ich will unbedingt Russik heute noch hinrichten. Ey, Bro, ich sag auch ehrlich, ne? Lass einfach sagen, ja, wir machen faires 1 gegen 1, dann machen wir die kalt. Sorry. Okay? Ja. Faires 1 gegen 1. So eklig, wie die, wenn die Haustiere angreifen, ja, sind wir auch hinterhältig. Ja. Das sind Monster, Junge. So können das wir sind Monster. Auch. Mit so Monster wir braucht man nicht verhandeln. Aber wo ist Alpha Stein jetzt? Ey, da ist doch Russik. Wartet mal, hä? Hier. Mit den Tränken, da, hier, ey, Russik! Russik, Junge! Ey, Russik, hier, platt mach ich dich! Bam. Ja, Mann, Russik, weg mit dir! Ey, ich bin vergiftet! Ja, das ist alles gut. Du bist sterben, Stani, drop mir schnell deine ganzen wichtigen Sachen. Nein. Okay. Ey, wo sind denn alle? Haben wir noch den Amboss oder ist der Amboss weg? Der ist weg, ne? Ich glaub, der ist kaputt. Sorry. Geh ins Wasser. Alles wie viel hat es euch die abgezogen? 2. Ich will Items. Warte, lass schreiben. Er kriegt die Items, wenn Russik sich stellt für ein 1v1. Du bekommst okay, alles den wieder. Amboss. Max, aber du sagst, falls du verlierst, sagst du Bescheid, ja? Ja, Russik klar. 31er. Wir müssen Codewort machen. Ruf Berger und dann kommt Berger, genau. Wenn ich Berger rufe, dann kommt ihr. Dann helft ihr mit. Nein, den glaube ich nicht. Doch, einfach, wenn du Angst hast. Junge, 1v1. Nur gegen Angst. Mich. Angst, Potter, Junge. Die erste Base ist gesprengt. Ja, wow, okay, cool. Er labert nur. Weglaufen. Ja. Man wird das vor allem von hier aus sehen, wenn meine Base gesprengt wäre. Du wirst sterben. Wir werden beobachtet. Er sagt, du wirst sterben, iCrimex Pro-Rinne. Alter. Ey, Bro, dann soll er kommen und 1 gegen 1 machen. Also, ich habe das Gefühl, Leute, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht, ob wir beobachtet werden. Ja, und wenn, dann ist das so. Boah, warum denkst du das denn, Candy, dass wir beobachtet werden. Ja, hier vielleicht, ne. Lass mal bei Amir's Base gucken, ob er wirklich Amir's Base am Arsch gemacht hat. Ich schäme mich richtig was ist denn, wo ist denn eigentlich SU, Digga? Ja, ey, ich schäme mich für Alpha Clan, genau. Hä, hey, Kenny, warum bist du jetzt so komisch, warum Alter? Redest du denn so komisch, hä? Ja, bist du jetzt wieder ein nieder Verräter oder Alpha was? Nein, nieder Bro, mit dem Alpha. Bro, hier ist Stein! Was? Aua! Nee, das war weit. Ach so, Alter. Ich wollte gerade Candy umbringen. Was los, soweit? Digga, wo warst du denn die ganze Zeit? Bro, wir haben gestern Hilfe gebraucht. Du bist einfach wie ein Verräter abgehauen. Hey, was für Verräter, Jungs? Bro, ja, die brauchen gestern deine Hilfe. Wo warst du denn die ganze Zeit? Die haben mein Haus gesprengt, meine Hunde getötet, alles. Ja, dann sag doch Bescheid, Jungs. Keiner hat gerufen oder so. Ich bin doch gekommen mit euch. Ja, im Chat sieht man das doch. Wir haben doch im Chat geschrieben. Denkst du, da kommt eine Privateinladung oder was? Ja, normal. Warum schreibt Candy, wir brauchen Hilfe? Da bist du. Oha, wie schnell. Hey. Ja, wir brauchen Hilfe. Candy ist lost. Hilfe. Bro, wir haben gerade Alpha Stein ist platt gemacht worden. Digga, weißt du, wo Russik ist zufällig? Na, mal wieder. Alpha Stein schreibt es jetzt auf unserer Seite. Ja, gut. Macht irgendwie gar keinen Sinn, ich stehe ja hier bei euch. Guck mal, ich hab das gleiche Cape wie du, Junge. Und dann verrätst du die. Stimmt, Wife, sagt, geh zu denen und sag, du machst jetzt bei denen mit, weil wir dich ausgeschlossen haben oder so. Genau. Und dann sagst du, wo wir hinkommen sollen und dann, PAM, schlagen die zu, Junge. Das ist eine gute Idee, wir schicken dich da als Spiel. Da ist einer. Da ist einer. Wer ist das? Hallo.
Bleib stehen, oder ich mach dich platt, Junge. Stehen bleiben. Ich kann mich noch. Ey, das bringt nichts, nicht zu besiegen, bitte. Ich hab ein Leben. Nein, ja, töte die nicht. Töte stehen. Die nicht. Nicht töten. Bleib stehen. Feuer einstellen. Nein, das bringt nichts. Feuer einstellen. Wo so. Ist Russik? Freunde, bitte. Wo ist Russik? Was redest du, Alphastein? Wolf, hilf uns mal. Ich bin da immer zu helfen, Junge. Wo ist Russik? Nix bin ich. Weil wir müssen Plan C aktivieren, let's go! Mach die Plans! Er ist so am Lügen, ne? Alphastein, herkommen, es gibt Tod durch Abboss! Plan Pentagon, es geht los! Einbauen, einbauen! Aktivieren Wasserplan, Alpha! Geh da wieder rein! Weil, los, aktivier den Wasserplan! Geh rein da! Geh da rein jetzt! Geh rein! Geh rein in den Bunker! Was ist der Verräter? Junge, was ist der Verräter? Ey, egal, was der gerade sagt, das ist... Ja, dem glauben wir eh kein Wort. Die glauben dir eh kein Wort. Das ist eine Gruppe von Angsthaften, die nur das sind die Beta-Verräter, so nennt man sie. Wo ist Russik? Er muss seine gerechte Strafe bekommen. Beta-Verräter. Ich hab meine Strafe schon bekommen, Freunde. Ja, du hast ja, wir wollen doch auch gar nichts von dir. Wo ist Russik? Ich weiß nicht, Russik, wo bist du? Ey, ist das peinlich, dass Russik... Bleib stehen, Alter. Er weiß safe, wo Russik ist. Ja, ja. So peinlich, Alter. Er weiß safe, dass wo er so ist. Hängen lässt. Wir haben schon wieder Alpha. Wir haben seinen Anführer und er kommt ihn nicht mal retten. Ey, und wir haben gesagt, wir machen faires 1 gegen 1. Wir können jetzt noch ein 1 gegen 1 mehr reden. Ja, okay. Ja, okay. Wo kommen die jetzt auf die Lamas her? Hä? Los, die Lamas, greift die an! Das Lama hat dich angeschluckt. Aua. Mach die fertig, Lamas! Das ist der Lama. Ey, Weib, was soll das? Ja, yeah, das ist hinter dir. Ich hab dich schon einmal erledigt, ja, Vive. Ja, komm, 1 gegen 1, komm noch, Digga. Hey, beruhigt euch, beruhigt euch. Wo ist er denn? Russak macht sich so zum Appel, Alter, ich kann das nicht mehr. Ey, ich sag dir ehrlich, ab heute nehme ich Russak nicht mehr ernst, sag ich ehrlich. Ey, das Ding ist, Leute, der Typ, der ist die ganze Zeit auf der Flucht. Bro, er ist einfach... Wir werden nicht mehr verhandeln mit dem, wenn wir den sehen, lass direkt voll Attack. Ja, ohne das kriegt doch gar nichts mehr. Wir warten die ganze Zeit, dass er kommt nicht. Ohne Reden, Digga. Alphastein hat wenigstens noch Ehre und stellt sich der Sache, Weib, aber Russak... Ja. Alphastein ist dagegen noch ein Ehrenmann, was ja? Was denn? Was guckst du denn die ganze Zeit so, hä? Soll ich dich mal schlagen, oder was? Was für was guckst du so? Weib, los, aktivier den Plan! Junge, ich kill dich gleich, nerv mich nicht. Was habt ihr denn da für einen Plan? Wo wartest du, Junge? Soll ich dir den Plan zeigen? Du machst jetzt soll ich dir den Plan zeigen mit Alphastein oder was? Soll ich ihn zeigen? Ey, ja, soll ich weiter zeigen? Russak schreibt, ihr habt keine Angst und kommt nicht her. Er macht sich so lächerlich. Ey, ich kann das nicht mehr, das ist so peinlich. Der ist 100 pro hier irgendwo und versteckt sich und sieht uns. Ja, ja. Ich will 1v1 gegen den machen, ich klatsch den weg. Ich würde auch 1v1 machen, ehrlich jetzt. Ja, ohne Tränke aber, werden wir sagen. Ohne Tränke, ja, Bro. Ja, ohne Tränke. Lass von mir aus können wir sogar alle anderen ihre Sachen weglegen. Ja, Alphastein, wir würden gerne deine Sachen wiedergeben, aber geht ja leider nicht. Ey, Digga, du hast doch SU Space gefunden, oder? Alter, lass SU Space Platz Lass mal zur SU gehen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo die ist. Armir weiß das. Wisst ihr, wo SU Space ist? Ja, so eine kleine Mini-Base. Lass mal in seine Base reingehen, Alter. Nein, das ist die alte. Wo ist denn das sein Neuer? Das ist nicht die Neue. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Ich habe die letzte Mal gesucht, aber nicht gefunden. Den suchen wir ja auch noch. Der ist ja auch auf der Flucht. Ding ist halt, SU hat auf die Insel verlassen und geheult, Mann. Wie ein Baby. Stimmt. Stimmt. Wie ein kleines Baby hat der geheult. Gut. Ja gut, ich weiß nicht, Jungs, wenn jetzt hier nichts mehr passiert, Russi kommt ja nicht. Dann ich Feierabend, der kommt eh nicht. Ja, lass geht's dritte Wege gehen, gute Idee. Alphastein. Ja. Hey, warte mal, Jungs. Ich hab einen Namen da oben gesehen, Nein. No doch, way. Doch. Ah, Digga, hau ab, geradeaus. Der verrät Alphastein. Hier, geradeaus jetzt. Da war der Name, 100%. Lass den Jahren, er war hier. Da ist er. Da unten. Er war hier die ganze Zeit. Nee, das da unten ist ein Death-Chest. Enderperle, hat eine Enderperle geworfen. Er ist gestorben, oder? Bro, das ist so ein schlechter Clan. Ach du Scheiße. Ey, da ist wirklich einer. Nimm die alles weg. Das ist Candy's Leiche. Ach, der ist wieder abgehauen. Ich wusste es. Bro, das sind doch einfach nur Abhauer. Ich habe seinen Namen auf jeden Fall hier eben getroffen. Ja, da ist eine Enderperle geflogen. Ey, Jungs, hört mal kurz zu. Als ihr da nämlich alle runtergesprungen seid, habe ich hier so eine Enderperle entlang fliegen sehen. Ist hier irgendwo gelandet. Er ist irgendwo hier lang. Lass uns gucken. Er ist irgendwo hier lang. Mann, der kann sich doch nur verstecken. Mehr kann er nicht. Naja. Ey, Jungs, dann würde ich sagen, dann lasst jetzt einfach aufteilen und wenn irgendjemand was sieht, dann direkt in den Chat schreiben. Ich habe euch doch die ganze Zeit zugehört. Ja. Gut, ich werde. Armin, guck erst mal in der Base. Ich werde das Ziel in der Base. Der hat nichts gemacht. Ey, Vive, beim nächsten Mal. Ja, guck auf den Boden, wenn du mich siehst. Ich gehe jetzt auch, Leute, wir gehen auch mal wieder zu unserer Base. Da haben wir ja mehr als genug zu reparieren. Ja, ey, Max, wir haben eine riesen Baustelle bei uns. Max, bitte, rette mich!
Digga. So, ich halte mich da raus, Digga. Nein, bitte! Max, bitte! Hä, was denn? Entschuldige dich! Entschuldigung, Weib! Ich geb dir gleich auf den Boden gucken, Junge. Okay, Entschuldigung, gut. Ja. Alles klar, Mann. Ey, Mann, ich muss jetzt erstmal so meine Bude reparieren. Ja, jeden Tag aufs Neue. Selbst mein Axolotl-Aquarium ist kaputt, Leute. Wir müssen aufpassen. Ich glaube, Russik will uns wirklich einzeln attacken. Der wartet eigentlich nur auf so einen Moment, wo wir jetzt alle alleine sind. Ja, aber es würde mich nicht wundern, wenn jetzt gleich jemand in den Chat schreibt, dass Russik ihn angreift. Er wartet ja, nur darauf, dass wir uns... sein. Dass wir uns aufsplitten. Alter, ey, guck Max, mal, wie es hier aussieht bei mir, das ey. Das ist echt schrecklich, sag dir ehrlich. Also, och, ey, wie werd dir natürlich haben... helfen, das wieder aufzubauen, ist ja Dankeschön. Klar. Dankeschön. Hast du Fichtenholz? Ja, ich hole ihm was rüber. Dankeschön, danke. Wir haben alles kaputt gemacht hier, Mann. Aber wenigstens unsere Axolotls haben überlebt und Mr. Paul. So, dann hier haben die ja auch was kaputt gemacht. Müssen auf jeden Fall aufpassen. Russik ist so ganz hinterhältlich. Der kommt auf einmal angesneakt irgendwo. Muss man echt aufpassen auf den Kerl. Hast du noch Glas übrig, Candy? Ich hab was im Ofen gepackt. Ich hab Glas im Ofen gepackt. Oh, ich hab das gleich wieder repariert, ja? Ja, keine super. Angst. Perfekt. Das ist gut. Ich hab alles im Griff. So. Ich sag dir ehrlich, dafür gebe ich dir auch deinen Diamanten wieder zurück. Oder nee, warte, heute hast du ja, ja eh noch nicht gezahlt. Dafür musst du heute nicht zahlen. Weil du hier hilfst bei mir. Dafür heute Mieterlass. Okay. Ja, neuen Teppich muss ich auch holen gehen. Okay, bin gleich wieder da. So, Leute. Was ist das? Warum ist hier ein Alpha-Banner bei mir hier in dem Raum? Das heißt, die waren hier gewesen bei mir. Waren hier in meinem Kistenraum gewesen. So, das nehmen wir einmal mit. Oh, ey, nein, jedes Mal passiert mir das. Warum habe ich auch immer eine Axt in der Hand? Das TNT, das machen wir direkt lieber bei uns in die Ender-Chest rein. So, TNT ist hier richtig gefährlich, haben wir ja gelernt. Wir müssen unbedingt auch eigentlich noch Lohnstaub farmen gehen, damit wir uns wieder Stärketränke machen können. Ganz wichtig, Freunde. So, hier können wir auch wieder zumachen. Und jetzt müssen wir oben noch den Teppich wieder hinmachen. Und dann haben wir gleich relativ schnell unsere Bude wieder repariert, Leute. Oh, Candy. Ja, ich habe noch ein bisschen Teppich besorgt. Ach, super. Hätte ich gar nicht holen müssen. So, Candy hier, guter Mieter, Leute. Guter Mitarbeiter. So, Mr. Paul, du kommst da jetzt mal runter vom Tisch. Runter da vom Tisch, Junge. Darfst nicht auf den Tisch drauf. So, hier sitzt du. Sitzplatz aus. Glasscheiben brauchen wir auch nochmal zwei, die kaputt gegangen sind. Hier ist auch nochmal zwei, vier Glasscheiben brauchen wir. Alter, Leute, das ist ja echt ein sehr, sehr großer... Das ein TNT... Oder nee, zwei TNT-Blöcke, aber die machen so einen großen Schaden, Leute. Das darf man echt nicht vergessen. So viel Arbeit, das immer wieder hier alles herzustellen. So, sehr gut machst du das. Ich gehe eh nochmal runter ins Lager, da habe ich bestimmt noch Diorit. Leute, ich sage euch, wie es ist. Wir müssen auf jeden Fall uns Russik packen. Allein schon für die Aktion mit unserem Hund Mr. Berger muss der Typ noch Rache bekommen. Ich sage euch, wie es ist. Das wird meine Mission sein, Russik zu packen. Wir werden auf Kopfgeldjagd gehen, Leute. Ich werde hier wieder Kopfgeldjäger. Wir werden uns Lohnstaub besorgen für Stärketränke. Dann werde ich gucken, wenn der Typ online ist. Und ich werde mir den einfach packen, Leute. Ich brauche da auch nicht die anderen dafür. Ich werde mir den alleine packen. Wir müssen uns dafür stärker ausrüsten. Das werden wir auf jeden Fall heute auch noch machen. Vielleicht werde ich mir sogar noch ein bisschen Netherite besorgen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir uns mal so gut vertragen wie jetzt, Candy. Ja, nach das allem, freut mich natürlich. Nach ja, allem, was cool. passiert ist in der Vergangenheit. Ja, das stimmt schon. Also das... Ich nehme dir einige Sachen noch übel, muss ich sagen. Also wenn du willst, sage ich dir auch was. Aber nee, haben wir drei Glasblöcke hier? Okay, dann erzähl mal, was nimmst du mir denn übel? Also ich kann über alles hinwegsehen, aber eine Sache hat mir gar nicht gefallen, nämlich dass du mein Haus halt ständig kopierst. Das feiere ich halt nicht dran, muss ich sagen. Ey, würdest du jetzt hier nicht alles reparieren, würde ich dich jetzt hier wieder runterwerfen. So, als wenn hier niemand gewesen wäre, alles wieder normal. Hast du gut gemacht, guter aber Job. Aber eine Sache fehlt leider noch, Max. Die Lücke kann ich hier niemals füllen, egal wie viel Glas ich habe. Ja, die Lücke kann nie wieder... Kein anderer Hund kann die Lücke mehr füllen. Guck dir mal an, wie traurig Mr. Paul ist, weil er seinen besten Freund nicht mehr hat. Jetzt ist er einsam hier. Aber Mr. Berger. Alles gut, Mr. Paul. Okay, danke schön, Candy. Ja, ich bin weitermachen. Ja, ich auch. Ciao. So, Leute, wir machen jetzt hier mal weiter. Das hier wollte ich ja auch noch reparieren. Zack, zack. Und zwar brauchen wir jetzt Holz, um uns Betten zu machen, um Netherite zu farmen. Wir werden uns jetzt heute noch top ausrüsten. Und nächstes Mal, wenn es das Letzte ist, was ich tue, selbst wenn ich selbst dabei draufgehe und sterbe, ist mir egal und mein ganzes Equipment verliere, ich werde alles daran setzen, Russik zu holen. Das Problem ist nur bei Russik, er hat extrem viele Enderperlen immer bei sich und kann halt echt immer abhauen, sobald der einmal angehittet wird. Das ist so ein bisschen ein Problem, Leute. Aber wir müssen den so hart treffen, vielleicht irgendwo runterschubsen oder so, dass ihm seine Enderperle nichts bringt. Wir müssen ihn gefühlt one-hitten. Wie wir das genau schaffen, weiß ich noch nicht. Aber es wird Rache geben für Mr. Berger. Das verspreche ich euch. So wahr mein Name iCrymax Junior ist.
So, sehr gut. Alles gut verwertet. Und jetzt gehen wir noch gleich ins Nether, ein bisschen Netherite farmen. Ja, unsere gute Ausrüstung lassen wir aber am besten hier, Leute. Im Nether, da reicht ja auch eine Eisenrüstung. Oder beziehungsweise vielleicht so Goldschuhe ziehen wir noch an, damit wir da nicht angegriffen werden. Und dann easy, Leute. Oh, Leute, Stani hat gerade noch was in den Chat geschrieben. Max, wo bist du? Bei mir. So, was will denn jetzt Stani hier noch? Wir wollen doch hier farmen gehen. Weil, denkt ihr, uns passiert was? Ich glaube nicht, dass uns was passiert. Wir können ja eigentlich unser Zeug hier lassen oder anlassen, sagen wir es mal so. Und dann nehme ich direkt noch Feuerresistenztränke mit, weil Feuerresistenztränke für Mond. Ich komm runter. Komm runter, Junge. Ey, ich habe gerade mit SU geredet, der wollte meine ganze Base sprengen. Ach. Ja, überall TNT geplatziert, alles drum und dran. Hä, seit wann ist SU denn so ein Ehrenloser? Ich habe das jetzt mit ihm geklärt, also laut seinen Aussagen arbeitet er nicht mit dem Alpha-Clan zusammen, sondern ich habe noch Lohnstab, wenn du brauchst, ne, für Stärketränke. Ah, Ehre, ich wollte auch gerade noch farmen gehen. Hast du noch viel? Gib einfach 3 oder so, das reicht fürs Erste. Ja, mach einfach hier für mich auch Stärketränke, Bro. Ja. Und er hat jetzt Dings, Bro, er hat jetzt, ist nicht im Alpha-Clan drinne, aber er wollte uns Informationen besorgen und alles. So eine, er hat richtig wilde Abenteuergeschichte erzählt, sag ich dir ehrlich, wie den Wilden Westen. Er denkt wohl, er ist Anime-Hauptcharakter, weißt du? Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Ja, jedenfalls, er will jetzt mit uns den Friedensvertrag will er jetzt verbrennen. Und okay. Dann haben wir quasi, sind wir neutral gegenüber ihm eingestellt. Neutral, aber nicht, also kann halt immer... Naja, nicht feindlich, aber halt, wir lassen ihn einfach in Ruhe, würde ich sagen. Ja, wir lassen ihn erstmal in Ruhe, solange wie das mit Alpha geklärt oder mit Russik geklärt ist. Bro, ich habe mir jetzt auch was festgenommen. Ich werde, Russik, ist mir auch egal, wenn ich dabei mein ganzes Equipment verliere, ist mir egal. Ich werde nur noch Russik jagen. Das ist meine Lebensmission jetzt. Ja. Ich werde warten, wenn er auf dem Server online ist. Ich werde mich einloggen, ich werde ihn jagen, Digga. Bro, ich bin dabei, was Russik abgezogen hat hier. Das einfach für weit, Mr. Berger. Wenn ich alles verliere, dann ist das so. Wenn mein Haus zerstöre, ist mir egal. Ich werde nicht ruhen, bevor Mr. Berger nicht gerecht wurde. Max, wir kämpfen an einer Seite, Junge. Wir machen das, Junge. Mr. Berger wird gerecht und danach wird der Enderdrache besiegt. So machen wir das. Und dann holen wir uns Lytra und dann sind wir eh die Bossi auf der Insel. Das haben die Leute nämlich in die Kommentare geschrieben. Das sollen wir uns holen, eine Lytra. Ah, das ist eine gute Idee. Bro, haben die Army Space eigentlich hochgejagt? Ey, Bro, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ey, Rustag ist gerade noch online, ne? Ach. Ja. Sollen wir ein bisschen auf Jagd gehen? Ja, oder? Ja, komm, wir gehen auf Jagd. Warte, warte, aber ich habe noch keine... Warte, ich mache mir auch noch Stärketränke, Bro. Ja, gut, also ich sag's mal so, ich bin eigentlich jetzt ready ausgerüstet. Ja, ich bin auch ready. Okay, dann let's go. Ja, lass erstmal gucken, ob wir den vielleicht irgendwo da bei Alpha Town finden. Ja, wir gehen jetzt zu Alpha Town, Bro, und wenn er da nicht ist, dann werden wir mal gucken, wo die Geheimbase von denen ist. Die müssen ja irgendwo da ihre komische Base haben. Ja, ja, safe. Das muss irgendwo hier in der Nähe sein. Aber Russik ist doch, sagt er, ist so ein krasser Kämpfer. Ja. Der unterwegs sein. Bro, der erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Ja, er hat auch noch nichts gerissen, sag ich dir ehrlich. Der hat mich einmal hinterhältig angegriffen mit Stärketränke und feiert sich dafür immer noch, dass er mich mal kalt gemacht hat. Ja, ja, das hat er ja 5-mal jedem erzählt. Ja, das hat er 10-mal jedem erzählt. So ein peinlicher Clown, ey, sag ich dir ehrlich. So, okay. Hier irgendwo sind die immer. Sind die hier? Russik ist da. Russik ist online, Leute. Er ist auf dem Server. Wir könnten uns den jetzt packen, wenn wir wüssten, wo er ist. Direkt Sniper-Shots. Stärketrank rein, direkt 2 Bogen. Jetzt bam bam, dass er nicht mitrechnet. Das ist halt die Frage jetzt, ne? Ja, also ich habe auch irgendwie so die Vermutung, dass die irgendwo hier unter der Erde sind. Guck mal, hier ist noch ein Boot. Weil letztes Mal haben die sich auch beide eingeloggt und waren relativ schnell hier bei der Alpha Town gewesen, wo ich die belauscht habe. Ja, die sind irgendwo, haben sie sich hier eingebaut, hundertprozentig. Die fahren, könnte sein, dass Russak jetzt auch farmt, weißt du, weil er alleine ist. Komm mal mit rein hier. Leute, wir sind richtig auf der Jagd hier, ey. Ja, guck mal hier ein bisschen. Halt mal hier ein bisschen nach links aus, rechts ausschauen. Ja, ja, klar. Hey. Lol, was ist das denn? Guck mal, hier sind 2 Boote, Bro. Ja, ja. Hä? Er schreibt keine Angst, ihr findet die Base nicht. Hä, da muss der uns ja gehört haben. Ja, 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 ja. Guck mal, überleg doch mal, gerade in der Alpha Town, als wir geredet haben, er muss da irgendwo sein, weil er hat das jetzt gehört, was wir gesagt haben. Ja, checkst du das? Er muss da irgendwo sein. Ja, wir sprengen jetzt erstmal Russaks Boot, scheiß drauf. Ja, ja. Komm mal mit hier in den Keller. Guck mal hier, der hat auch Haustiere, Max. Bam, Junge. Hier mal einen TNT-Block rein, Alter. Warte, ich hab was Besseres für Hühnchen. Tschüss, Hühner. Jetzt gibt's Chicken das Rings. Das ist die Rache. Ja, Chicken Rings, lecker. Oh. Oh, hier ein bisschen Chicky. Bro, das ganze Boot mit Brennwack. Jetzt machen wir hier noch hier TNT. Gucken, was in den Kisten noch drin ist. Wer schießt denn hier Pfeile? So, ich hab Pfeile geschossen. Jetzt, Rustig tötet ein Haustier von mir. Jetzt töte ich auch ein Haustier hier von ihm. So, und jetzt hier auch nochmal 2 TNT hin. Die ganze Bude brennt. So, alles hier abfackeln. Oh mein Gott, Junge. So, Russik.
Ja, du kannst dich hier verstecken, aber... Lass hier alles abmachen, hier alles wegmachen hier. Alter, dem sein Boot ist ja... Alter! Das ist ja komplett am Abfackeln. Bro! Oh, guck dir das an, Junge. Für Herr Berger! Für Mr. Berger, Junge. So, sehr gut. Ja, aber lass nochmal zurück zu Alpha Town. Der muss ja da irgendwo gewesen sein, wenn er uns gerade gehört hat. Der wird da safe sein, warte ich mal rein. Bro, dem sein Boot wurde ja maximal auseinandergenommen. Hey, guck mal hier. Ah, ne. Stimmt. Ne, hier ist nichts. Bro, aber hier bei den ganzen Cobblestone, ja. Guck mal, hier könnte man ja easy einfach. Hier ist doch Licht, Bro! Hä? Nee, nee, das ist doch Sonnenlicht, oder nicht? Nein! Hä? Hier ist doch irgendwas. Warum ist hier so Erde? Ey, Max, hier! Nee. Guck mal! Lol! Hä? Warum ist hier unten Netherrack? Die sind doch hier safe irgendwo. Hier safe und irgendwo. Und Cleanstone wieder zu oder so? Ja. Vielleicht hat er jetzt natürlich ein bisschen mehr zugebaut. Aber warum ist da Netherrack? Das macht, gar keinen Sinn. Wer baut sich denn hier mit Netherrack? Also, das macht... Warte mal. Oder, guck mal, hier ist auch nochmal richtig viel Erde irgendwie. Ja, die wären irgendwo hier, wo sie mit Booten hinfahren und so, weißt du? Ja, das ist schon die richtige Richtung. Das ist hier eine ganz heiße Spur, aber halt die Frage, wo? Ja, das ist hier auf jeden Fall richtig komisch, sag ich ehrlich hier. Warte mal, vielleicht weiter oben? Weil er uns ja auch gehört hat, weißt du? Ja, das kann auch sein. Dass hier irgendwo so ein kleiner Spalt reingeht, weil... Guck mal, hier ist eine Treppe. Nein. Warte, schau mal hier. Was ist denn das? Warum ist denn hier so random so... Ja... Hier ist Ey, Max! Netherrack schon wieder. Hier, komm mal runter. Und oh mein Gott. Hä? Guck mal hier oben. Hier sind die irgendwo. Hier wohnen die irgendwo. Ja, bro, wir haben die gleich. Wir haben es hier hochgebaut irgendwo. Warte mal, ich baue das hier erstmal. Bau du mal nach oben, ich baue mal hier nach unten. Ja, hier sind die safe irgendwo drin. Hier ist auch so ein riesen, hier ist so ein Hohlraum. Hier haben die sich hochgebaut. Wir müssen ja irgendwie so einen geheimen Eingang haben. Ja, die haben auf jeden Fall einen Berg, ihre Base. Deswegen hat er uns auch gerade eben wieder die ganze Zeit gehört. Oh mein, ich dachte gerade, ich hab's gefunden, Leute. Auch ein weiter Weg rein, also irgendwo hier sind die doch safe, Bro. Sonst hätten die sich doch niemals das so komisch hier gebaut alles. Ja, hier ist so eine Höhle, die reinführt. Und Russak hat uns auch gerade gehört, also die werden irgendwas unter Alpha Town gebaut haben. Hier ist Fackeln. Ey, Stani, hallo. Guck mal hier, geht's rein. Aber hier sind nämlich auch Fackeln hier unten. Sehr viele Fackeln. Gut, glaube ich jetzt nicht, dass die hier ihre Base jetzt haben. Schwierig. Max? Ja? Komm, Stani. Leute, wo ist die Base von Alpha Stein, Alter? Max? Okay. Vielleicht hat Max was gefunden, Leute. Ich gucke gerade noch die anderen Videos an. Nach was, Max? Und? Nee, da war ein riesen Höhlending mit voll vielen Fackeln. Das könnte aber richtig alt sein. Ich gucke gerade mal noch ein Video. Ja, mach mal. Ich sag dir ehrlich, das auch. Ja, das, wir finden es leider nicht. Die zeigen gar nichts davon. Vielleicht die Leute sollen es mal in die Kommentare unten schreiben. Vielleicht wenn ihr eine Idee habt, wo das sein könnte, schreibt es in die Kommentare, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Die Jagd hat auf jeden Fall Leute, Bro, die Jagd hat auf jeden Fall begonnen. Russland ist sogar offline gegangen gerade. Er ist offline gegangen, ja. Es muss auf jeden Fall irgendwo hier sein. Genau wissen wir nicht. Wir werden es rausfinden. Leute, das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crybix.